Freunde, was geht? Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog von mir. Wow, das habe ich schon Ewigkeit nicht mehr gesagt. Es ist Mittwoch, der 17. April um 20.14 Uhr. Also es ist schon abends und eigentlich wollte ich diesen Vlog schon am Sonntag beginnen. Aber es ging mir leider nicht so gut und das hat sich die letzten Tage durchgezogen. Und es war auch leider ein bisschen doof, weil diese Woche mein Schwerpunkt wieder begonnen hat. Oder generell der Schwerpunkt, beziehungsweise das Semester und somit auch mein Schwerpunkt. Und am Montag hätte ich eigentlich eine Veranstaltung gehabt. Und zwar nennt die sich Türkisches Verfassungsrecht. Die wollte ich mir nämlich gerne anschauen. Und ja, dann konnte ich da leider nicht hingehen. Ich habe dem Dozenten dann geschrieben. Ja, hat mich das sehr geärgert, aber was soll man machen, ne? Gesundheit geht vor und ich möchte auch niemanden irgendwie anstecken oder so. Aber zum Glück war das nur von kurzer Dauer und ich bin jetzt wieder fit. Und dann habe ich eigentlich gedacht, ich würde diese Woche dann nicht vloggen. Aber jetzt denke ich mir so ganz ehrlich, muss ein Vlog immer am Anfang der Woche beginnen? Nee, oder? Eigentlich nicht. Und deswegen, meine lieben Freunde, dachte ich mir, starte ich den Vlog jetzt einfach an einem Mittwochabend, weil warum auch nicht, ne? Diese Woche ist nämlich eigentlich relativ spannend und tatsächlich ist dieses Kolloquium, was ich am Montag besuchen wollte, also türkisches Verfassungsrecht, immer nur alle 2 Wochen. Das heißt, nächste Woche wäre es auch nicht, also würde es quasi keinen Unterschied machen, ob ich jetzt diese Woche noch vlogge oder nächste Woche. Deswegen, wie gesagt, sitzen wir hier an diesem wundervollen Mittwochabend und ich dachte mir, ich starte diesen Vlog jetzt einfach noch schnell, weil morgen muss ich früh aufstehen und da werde ich nicht die Zeit haben, wirklich mitzuvloggen. Und zwar geht es für mich morgen, Freunde, ich kann es kaum glauben, zu einer mündlichen Prüfung. Nicht meine, ich habe immer noch meine Examensergebnisse nicht, aber man kann als Zuschauer bei einer mündlichen Prüfung mitmachen? Eigentlich nicht. Also man kann dabei sein, man kann sich eine anschauen und dafür gibt es online beim JPA so Listen, wann eine mündliche Prüfung stattfindet und ich gehe da morgen früh mit einer Freundin hin um 9 Uhr. Man soll, glaube ich, eine halbe Stunde früher da sein oder eine Viertelstunde, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall gehen wir so früh, dass wir noch genug Puffer haben, wegen Bahn und so, ne? Das ist ja immer so ein bisschen tricky. Dementsprechend muss ich um 6:30 aufstehen, lieben wir natürlich. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, starte ich den Vlog einfach jetzt. Ich wollte auch direkt schon meine Tasche packen, beziehungsweise meinen Rucksack, weil ich danach dann direkt in die Uni fahren werde, denn morgen ist die andere Veranstaltung, das andere Kolloquium, das ich mir gerne anschauen möchte. Das ist dann von 14 bis 16 Uhr. Normalerweise geht die mündliche Prüfung, glaube ich, so circa 3 Stunden, je nachdem, wie viele Prüflinge es sind. Aber so ungefähr 3 Stunden, beziehungsweise ein bisschen mehr, glaube ich, vielleicht so 3,5. Deswegen hoffe ich mal, dass das zeitlich dann klappt, aber sollte eigentlich gehen. Und ja, genau, das ist der Plan für morgen. Morgen ist das Kolloquium staatliche Sozialleistungen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Und da könnte ich dann eine Klausur schreiben. Beziehungsweise ich schaue mal, ob ich es mache. Jetzt kam gerade der Timo nach Hause. Deswegen eine kurze Unterbrechung. Und ich weiß leider nicht mehr so ganz, wo ich stehen geblieben bin. Ich weiß, dass ich über einen Schwerpunkt gesprochen habe. Und ich glaube eigentlich, dass ich auch alles erwähnt habe. Zumindest alles, was ich erwähnen wollte. Und es ist jetzt irgendwie auch so richtig schnell dunkel geworden. Das war eine super Symbolisierung. Deswegen habe ich gerade kurz meine Schreibtischlampe angemacht. Genau, auf jeden Fall wollte ich jetzt noch meinen Rucksack packen. Ich habe mein Outfit für morgen, ich kann nicht mehr richtig reden, ne? Ich habe mein Outfit für morgen schon rausgelegt. Und ansonsten fehlt jetzt nur noch mein Rucksack. Und den, meine lieben Freunde, solltet ihr eigentlich auch schon kennen. Das ist dieser hier von Elamo. Ich glaube, man spricht das so aus. Elamo. Das ist so ein Roll, heißen die Roll-Top oder so. Also einer, wo man so einrollen kann, ne? Und den liebe ich. Tatsächlich hat den Timo mir auch geschenkt. Vorletztes Jahr zum Geburtstag. Genau, das ist keine Kooperation oder sonst irgendwas, ne? Ich finde den wirklich richtig toll. Und die haben ganz viele verschiedene Modelle. Also könnt ihr mal bei der Seite vorbeischauen. Es gibt die, glaube ich, auch bei Amazon. Müsstet ihr mal gucken. Aber ich finde den richtig, richtig cool, beziehungsweise einfach auch super praktisch, weil er einmal hier vorne ein Fach hat, was relativ groß ist. Also da passt schon gut rein. Ich habe da immer so ein paar Notfallsachen drin, auch so Kaugummi, Desinfektionsmittel oder hier so eine Haarbürste mit Spiegel. Meine Schlüssel kommen da immer rein. Und was ich richtig gut finde, ist, dass der hinten so eine Polsterung hat. Und gerade wenn man halt viele Bücher und so trägt, ne, da wird der Rucksack schon sehr schwer. Und dann finde ich das richtig gut, wenn man dann so eine Polsterung da hat und halt die Sachen einem nicht so in den Rücken drücken. Plus, er hat hier unten noch so ein
Geheimfach oder Sicherheitsfach. Da kann man auch noch mal relativ viel reinmachen. Vielleicht für Leute interessant, die irgendwie auf Reisen sind oder so und Angst haben, dass was wegkommen könnte. Da hat man das hier noch mal so besser gesichert, wenn man zum Beispiel sein Handy irgendwie da reinmachen will oder so. Und was ich total klasse finde, das hört sich echt an wie so eine Kooperation, ne? Aber nee, ich bin wirklich einfach richtig zufrieden mit diesem Rucksack, was mich bei vielen anderen Rucksäcken sehr gestört hat. Und zwar hat er hier außen noch diese Taschen an beiden Seiten für Flaschen. Und ich hatte früher mal einen Nike-Rucksack, war das, glaube ich. Und immer, wenn ich da eine Flasche reingemacht habe, dann hat das quasi Platz hier drin in dem Rucksack selber weggenommen, weil die Flasche dann so reingedrückt hat. Und hier ist es nicht so. Hier sind die Flaschen wirklich dann hier so außen drin und nehmen keinen Platz quasi innen weg. Versteht ihr, was ich meine? Falls euch das interessiert, ne? Man ist ja irgendwie doch immer mal auf der Suche nach einem guten Rucksack und ich finde den wirklich einfach sehr schön. Ich bin damit sehr zufrieden und ja, finde den, wie gesagt, auch einfach praktisch. Deswegen, falls ihr auf der Suche seid, kleine Empfehlung an dieser Stelle. Und noch an diejenigen, die Jura studieren und vielleicht sich jetzt auch auf eine mündliche Prüfung vorbereiten wollen oder wirklich wissen, dass sie eine mündliche Prüfung haben und da einfach noch so ein bisschen, ne, mehr wollen, habe ich tatsächlich auch noch eine Empfehlung für euch. Irgendwie ist es gerade alles ein bisschen random, ne? Aber egal. Und zwar kennt ihr bestimmt alle diese Schwabe-Bücher, diese Ach-so-Fallbücher. Und da habe ich tatsächlich letztens in der Bib gesehen, dass der Herr Winfried Schwabe auch solche Ach-so-Bücher für die mündliche Examensprüfung hat. Und zwar für Strafrecht, Ölrecht und für Zivilrecht. Leider war das für Zivilrecht schon ausgeliehen, aber ich habe mir jetzt die für Strafrecht und Ölrecht einmal ausgeliehen und habe in dem Strafrechtsbuch schon mal ein bisschen durchgelesen und habe mit einer Freundin, als wir in der Bib waren, so ein paar Fragen uns abgefragt quasi. Und da sind so Prüfergespräche drin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es immer die gleiche Anzahl ist, aber hier jetzt bei Strafrecht sind es 20 tatsächlich. Und es gibt zwischendurch auch noch so ein paar Tipps. Die Tipps sind in den Büchern die gleichen, aber trotzdem finde ich die sehr gut. Also da steht auch nochmal was drin zum Thema Kleidung oder wie man auftreten sollte. Ein bisschen so Tipps. Vielleicht auch, wie man sich verhalten sollte, ob man sich melden sollte, ob man, ne, wenn ein anderer Mitprüfling die Frage nicht beantworten kann, ob man selber sich anbieten soll und so Sachen. Das fand ich einfach richtig gut, so mal zu lesen. Und vor allen Dingen so, natürlich, die Wahrscheinlichkeit, dass meine Prüfung genauso abläuft wie dieses Prüfungsgespräch, was hier drin ist, ist sehr gering. Aber einfach diese Konfrontation damit finde ich einfach sehr hilfreich. Und vielleicht habt ihr da auch einfach Lust, euch das mal anzuschauen und vielleicht auch mit einer Freundin das halt oder einem Freund zu üben. Genau, deswegen, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal eine Empfehlung. Ansonsten habe ich eigentlich gar nicht mehr viel zu erzählen. Ich bin sehr gespannt auf morgen. Ich habe ein bisschen Angst, weil ist es wieder im JPA und ich will da eigentlich gar nicht sein. Es wird mir richtig wieder die Flashbacks geben zu meinen Examensklausuren. Aber gut, wir tun, was wir tun und ich hoffe einfach, dass das hilfreich für mich ist, weil ich persönlich habe wirklich einen Heidenschiss vor der mündlichen Prüfung. Also viel mehr oder eine viel größere Angst als vor den Klausuren. Meine mündliche Prüfung, meine letzte richtige mündliche Prüfung, ne, war im Abitur. Dementsprechend habe ich da wirklich einfach sehr große Angst vor. Und ich glaube, es könnte mir sehr helfen, einfach nur für meine Psyche, wenn ich mal sehe, wie so eine Prüfung abgelaufen ist und dass es nicht so schlimm ist, wie vielleicht manche erzählen. Sind ja auch immer so persönliche Eindrücke, die man hat. Genau, aber das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich weiß nicht, wie viel ich vloggen kann oder wie viel ich vloggen werde, aber ich werde euch auf jeden Fall nach der mündlichen Prüfung und nach meinem Schwerpunkt-Kolloquium berichten und würde dann einfach sagen, wir sehen uns morgen wieder.
Alter, wo ist denn der süße Hatzi? Ja, ja, komm rein, wir gehen erstmal rein. Ja, bitte Mausi. Bitte Mausi. Hi, Freunde. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben, kann man nicht sehen, 19.05 Uhr. Ich möchte nochmal kurz hier Outfit zeigen, weil ich lieb's. Also ich liebe diesen Mantel. Schön, dass man eigentlich nicht wirklich was sieht, aber hier, das ist so ein Trenchcoat. Ich liebe den. Der ist schwarz. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera so rüberkommt. Der ist von Esprit. Relativ aktuell. Also ich habe den erst vor ein paar Monaten gekauft. Oder ich glaube sogar nur vor einem Monat. Kurz nach dem Examen. Und ich liebe den. Und ich finde irgendwie die Kombi mit dem weißen Schal dazu richtig toll. Das ist so ein ganz leichter Schal nur. Und den hat mir meine Schwiegerschwester. Ja, meine Schwiegerin, ne, Freunde, aber ich finde Schwiegerschwester hört sich einfach cooler an. Den hat sie mir aus ihrer Heimat mitgebracht, aus Myanmar. Und ich finde den richtig toll, weil er so schön leicht ist. Aber gerade jetzt, wo irgendwie morgens wieder 4 Grad sind und ich halt drunten, darunter nur so Bluse habe und hier halt nichts am Hals. Ja, fand ich den richtig praktisch und ich mag den einfach total gerne. Mit dem Mantel! Ich weiß gar nicht, warum ich noch so aufgedreht bin und voller Energie. Das ist das, was ich meinte gestern, dass die Flasche halt nach da keinen Platz wegnimmt, sondern dass sich das halt so ausdehnt und das ist dann auch sehr praktisch. Ich habe hier sogar auch noch einen Regenschirm drin. Ja, so, jetzt ziehe ich mich aus. Olivia zerstört schon wieder ihr Körbchen und dann setze ich mich gleich mit euch hin und wir reden über die mündliche Prüfung und wie es war und wie mein Tag so war. Bis gleich. Was für ein Spieli willst du? Wo ist dein Spieli? Da. Na toll, Freunde. Natürlich ist genau in dem Moment jetzt mein Akku leer gegangen. Und vorbereitet, wie ich bin, habe ich natürlich meine Ersatzakkus auch nicht geladen. Also müssen wir jetzt leider mit der Handy-Qualität uns abfinden. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das geht. Oh mein Gott, Olivia ist so süß. So ein Baby. Oh mein Gott. Okay, ich habe jetzt so ein semi-professionelles Setup hier auf der Couch. Boah, ich sehe auch entfertig aus, ne? Aber gut, ich bin jetzt auch 2 Stunden unterwegs gewesen. Ich merke gerade richtig, wie ich müde werde. Okay, Freunde, starten wir ganz kurz damit, dass ich den stressigsten Morgen meines Lebens hatte. No joke. Also wirklich, es war richtig schlimm. Wir wollten die Bahn nehmen um 20 vor 8, damit wir pünktlich da sind, weil man soll als Zuschauer für die mündliche Prüfung eine Viertelstunde vorher da sein. Und wir waren so, ja okay, wir gehen auf Nummer sicher, falls eine Bahn ausfällt oder falls irgendwas, ne? Man weiß ja nie, dass wir halt eine halbe Stunde vorher da sind. Und deswegen wollten wir dementsprechend um 20 vor 8 schon eine Bahn nehmen. Ja, ich bin auch extra richtig früh losgefahren, aber scheinbar war irgendwas unterwegs passiert, also keine Ahnung, auf der Strecke, wo ich halt langfahre. Ich bin ungefähr 5 Minuten Auto gefahren, weiter bin ich nicht gekommen und stand dann halt für 15 Minuten an der gleichen Stelle. Habe ich dann schon Panik bekommen. Dann bin ich einfach anders gefahren und bin dann halt überfühlt. Okay, dieser Hund rastet hier gerade maximal aus. Genau, dann bin ich halt über die ganzen Dörfer und Käfer gefahren und bin dann aber trotzdem zu spät gewesen. Hab dann meine Freundin direkt schon angerufen, war so, ja, ich schaff's nicht. Fahr ruhig schon mal vor, weil notfalls schaffe ich die Bahn danach auch nicht. Und dann kann ich halt nicht zuschauen bei der mündlichen Prüfung. Es wäre halt schade, wenn sie deswegen halt auch nicht zuschauen könnte. Auf jeden Fall, Freunde, Punktlandung. Ich bin um 7.54 Uhr am Bahnhof angekommen. Also ich war fast eine Dreiviertelstunde dann mit dem Auto unterwegs, war herrlich. Hatte zwischendurch natürlich auch noch 2 Mülltonnenautos vor mir und dann noch eine Fahrschule. Also ne, kein Hass gegen Fahrschüler oder so. Wir waren da alle mal, aber in dem Moment dachte ich mir so, kann auch wohl nicht wahr sein. Naja, auf jeden Fall bin ich dann um 54 am Bahnhof angekommen und um 55 kam die nächste Bahn. Also hatte ich wirklich dann Glück, dass ich das noch geschafft habe. Und dann waren wir trotzdem 25 Minuten vor der mündlichen Prüfung dann dort. Nur um dann festzustellen, dass tatsächlich die Prüfer, also 2 von 3 Prüfern, zu spät kamen. 10, 15 Minuten, glaube ich. Aber es ging dann
eigentlich auch zügig los. Und es waren 5 Prüflinge. Ich sage jetzt hier keine Geschlechter oder sonst irgendwas, deswegen halte ich es jetzt einfach allgemein. Genau, waren 5 Prüflinge und die Prüfung ging dann bis ungefähr 1 Uhr, also schon fast 4 Stunden, richtig lange Zeit. Es ist ungefähr immer eine Stunde pro Rechtsgebiet und dazwischen ist halt immer ein bisschen Pause, dass man kurz was essen kann, auf Toilette kann. Und die ziehen sich dann quasi auch so zur Notenberatung zurück nach jeder Prüfung. Genau, und da ist man natürlich nicht dabei. Man erfährt natürlich auch nicht, welche Noten die Prüflinge haben vor der mündlichen Prüfung, auch nicht nach der mündlichen Prüfung. Aber ich muss sagen, ich war krank aufgeregt. Also ich habe auch noch nichts gegessen gehabt, weil ich halt einfach Angst hatte, dass ich von Nervosität irgendwie Übelkeit bekomme oder sonst irgendwas. Deswegen habe ich nichts gegessen und schlau wie ich war, habe ich mir auch nichts mitgenommen. Ja, würde ich nicht empfehlen. Und naja, auf jeden Fall allgemein muss ich wirklich sagen, war die mündliche Prüfung richtig gut. Also die ist so objektiv betrachtet wirklich sehr gut abgelaufen und so schön flüssig. Und ja, einfach, es war eine total schöne Atmosphäre, eine richtig gute Stimmung. Alle 3 Prüfer waren super freundlich, richtig sympathisch, haben die Gespräche immer toll geleitet und haben auch nie irgendwie auch nur ansatzweise, finde ich zumindest, den Prüflingen oder generell den Anwesenden im Raum irgendwie ein schlechtes Gefühl gegeben, wirklich gar nicht. Es gab keine dummen Kommentare oder Bemerkungen oder so, auch wenn mal jemand einfach nicht eine Frage beantworten konnte oder so. Also wirklich, es hat mir richtig krass die Angst genommen, weil ich halt auch schon von so total vielen Horror-Stories von der mündlichen gehört habe. Und natürlich kann es auch sein, dass wenn ich irgendwann mal eine mündliche Prüfung haben werde, dass die Horror wird. Ne? Das weiß man natürlich im Vorfeld nie. Aber jetzt so mit meinen eigenen Augen einfach mal eine mündliche Prüfung gesehen zu haben, wie das so abläuft, dass es überhaupt nicht so ein angespanntes, gezwungenes Verhältnis da irgendwie ist, das hat mich wirklich unfassbar beruhigt. Und was ich auch tatsächlich sagen muss, und da war ich super überrascht, es war, angefangen wurde mit Zivilrecht und in Zivilrecht, Olivia dreht da hinten ein bisschen durch, in Zivilrecht wurde dann abgeprüft Erbrecht und Sachenrecht. Da ging es dann so um Testament und wer jetzt wirklich Eigentümer geworden ist. Dieser Hund macht mich fertig. Das ist ihr Lieblingsspielzeug seit Tag 1. Meine Mama hat den auch schon mal genäht, weil er hier schon kaputt gegangen ist. So, kommen wir zurück zur mündlichen Prüfung. Also, wie gesagt, in Zivilrecht ging es um Sachenrecht und Erbrecht, also vor allen Dingen so Eigentümerverhältnis, wie es nach dem Testament so war, und gewillkürte Erbfolge und gesetzliche Erbfolge, so ein bisschen allgemein Sachen, Erbrecht Basics. Und ich muss tatsächlich sagen, meine Angst vor der mündlichen Prüfung ist vor allen Dingen, dass ich halt da sitze und einfach nichts weiß. Und ich selber rede mir das halt auch immer ein, dass ich einfach keine juristischen Fragen beantworten könnte. Was ja in dem Sinne schon Quatsch ist, weil nur weil man, also im Studium beantwortet man ja quasi juristische Fragen, indem man Fälle löst und das halt schriftlich macht. So, also beantwortet man ja trotzdem irgendwo Fragen, sage ich jetzt einfach mal so, ne? Und ich denke mir halt irgendwie total oft, dass ich halt, wenn mich jemand was fragt, dass ich da einfach nicht drauf antworten kann. Und das ist halt wirklich so meine größte Angst in der mündlichen Prüfung, dass halt eine Frage gestellt wird und ich einfach keine Ahnung habe, dass ich nicht weiß, was ich sagen soll und dass ich irgendwie gar nicht zurechtkomme. Und gerade im Zivilrecht, ne, Freunde, Zivilrecht ist mein absolutes Hassgebiet. Und ich muss aber tatsächlich sagen, dass ich so in den letzten Monaten vorm Examen, ich habe halt so viel Zivilrecht gemacht und ich hatte schon das Gefühl, dass ich so richtige Schlüsselmomente hatte, wo ich Sachen wirklich verstanden habe und mir doch einige Gebiete auch im Zivilrecht dann gefallen haben. Ich weiß, Leute, es ist schockierend, wirklich. Ich hätte auch nie gedacht, dass dieser Tag mal kommt, aber es war so. Und tatsächlich bei der Zivilrechtsprüfung, ich habe bei sehr vielen, nicht bei allen, um Gottes Willen, aber bei sehr vielen Fragen habe ich mir gedacht, oh krass, das weiß ich. Und ich habe halt immer versucht, das so im Kopf kurz für mich zu beantworten. Und
ich konnte wirklich viel so für mich in meinem Kopf so beantworten. Natürlich ist es immer noch mal was ganz anderes, wenn man dann in dieser Prüfungssituation ist, ne? Da kann man einen Blackout haben und sonstiges. Aber so für mich war das einfach sehr beruhigend, dass ich gemerkt habe, oh krass, ich kann diese Fragen beantworten. Und an dieser Stelle möchte ich euch noch mal eine ganz große Empfehlung aussprechen für den YouTube-Kanal von Martin Fries. Das ist ein Professor und der stellt seine Vorlesungen auf YouTube online. Hat ganz viele, die halt live im Hörsaal aufgezeichnet wurden, aber auch viele, die er zu Hause einfach aufgezeichnet hat, die mir tatsächlich persönlich besser gefallen, weil die Tonqualität dann ein bisschen besser ist. Aber ich finde, er kann super erklären und ich habe sehr viele Vorlesungen von ihm mir nochmal angeschaut vor dem Examen, unter anderem auch die Erbrecht-Vorlesung. Und ich sag's euch, Leute, ohne Witz, ich hätte in dieser mündlichen Prüfung, so für mich, in meinem Kopf, glaube ich, keine dieser Fragen auch nur annähernd so beantworten können, wenn ich nicht diese Vorlesung Erbrecht bei ihm mir angehört hätte. Die fand ich wirklich sehr gut. Ich habe auch Familienrecht gemacht, die fand ich auch sehr gut. Er hat auch eine Vorlesung, also nicht eine eigene Vorlesung, aber er hat es als eine Playlist gemacht zum neuen Kaufrecht, also digitale Produkte, kann ich euch auch nur empfehlen. Finde ich wirklich richtig gut. Und ansonsten kann ich euch auch noch empfehlen von Matthias Fairvers. Der hat, ich glaube, 2 YouTube-Kanäle. Einen hat er jetzt neu, wo seine neuen Vorlesungen von diesem Semester hochgeladen werden. Und auf seinem alten Account hat er auch einen Crashkurs zu ZPO. Der geht 5 Stunden lang. Ich habe mir den an einem Wochenende vom Examen reingeballert und ohne diesen Crashkurs hätte ich die ZPO-Fragen bei mir in den 2 Examensklausuren auch nicht beantworten können. Deswegen wirklich beide Accounts, beide Professoren, 1A-Leistung. Wirklich finde ich richtig toll. Ich bin da so, ja, wirklich überwältigt von, dass sie das einfach zur freien Verfügung stellen und dass sie das halt auch mit so einer Freude machen, dass man wirklich merkt, okay, die haben Bock, einem wirklich Wissen zu vermitteln und da wird total viel mit dem Gesetz gearbeitet. Deswegen, ja, an dieser Stelle große Empfehlung für euch. Genau, dann kam am Ende von der Zivilrechtsprüfung nochmal so ein bisschen was Aktuelles dran und dann ging es nach einer kurzen Pause weiter mit Strafrecht. Strafrecht, die Prüfung, fand ich wirklich mit am besten, einfach auch von den Themen her. Weil Strafrecht, da kannst du ja auch so viel abprüfen und es wurde quasi ein Fall gestellt, dann wurde so ein bisschen was Allgemeines besprochen und dann halt einfach so Delikte an dem Fall entlang geprüft, dann wurde der Fall noch so ein bisschen weiterentwickelt und ich hatte wirklich das Gefühl, dass da jeder Prüfling einfach super viel sagen konnte, sehr selbstsicher auftreten konnte und ja, also ich fand Strafrecht war wirklich richtig, richtig gut und als letztes kam dann noch öffentliches Recht. Genau, Strafrecht wurde auch noch so ein bisschen was Aktuelles gemacht und dann kam öffentliches Recht und da kam auch was sehr Aktuelles dran und da ging es viel so um erstmal so Einstieg, so Verfassungsrecht mit bisschen auch ja politischem Aspekt, sage ich mal. Das ist sowas, wo ich auch immer sehr große Angst habe, weil ich immer das Gefühl habe, so Verfassungsrecht, also gerade so Staatsorganisation und so Politisches, da komme ich einfach total schnell durcheinander. Also ich interessiere mich sehr dafür, auch gerade so für Politik und so, finde ich wirklich sehr spannend. Aber ich habe das Gefühl, dass man da so einen richtig krass klaren Kopf haben muss. Und den hätte ich persönlich nach den 2 Stunden auch nicht mehr gehabt. Also in Örecht, da habe ich mich für mich selber sehr schwer getan, dem zu folgen und die Fragen irgendwie für mich zu beantworten. Das lag überhaupt nicht an dem Prüfer, der war auch super sympathisch, hat das Prüfungsgespräch richtig toll geleitet und ja, hat einfach eine sehr sympathische Ausstrahlung gehabt, so fand ich. Aber da habe ich auch für mich selber einfach nochmal gemerkt, dass ich echt krasse Lücken noch im Örecht habe, wo ich dann auch jetzt daran arbeiten muss. Und da gab es dann auch einen Fall und da ging es dann schon wieder, der verfolgt mich, um den 47 VWGO. Und da war es dann noch mit einer Satzung und da wurde dann so ein bisschen Zulässigkeit, Begründetheit geprüft, dann aber auch noch so allgemeine Sachen. Und ja, im Endeffekt trotzdem eine richtig gute Prüfung. Und ja, wie gesagt, es hat mir total die Angst genommen vor der mündlichen Prüfung. Wie gesagt, es kann natürlich, am Ende kann es natürlich so sein, dass ich eine Horrorerfahrung mache. Das weiß man nie. Aber so einfach für meine Psyche, für meine ja paranoide Angst, die ich sehr häufig entwickle und die ich halt einfach wirklich vor der mündlichen Prüfung habe. Es hat mir sehr gut getan, dahin zu gehen. Ich kann es euch nur empfehlen, sich das anzuschauen. Aber auch da möchte ich euch einfach eine Bitte aussprechen,
dass ihr da Rücksicht nehmt, wenn ihr zu solchen Möglichkeiten geht, zu solchen mündlichen Prüfungen geht, weil es gab im Zuschauerraum Leute, die sich noch vor der Prüfung über Rechtliches unterhalten haben. Und das muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Mitprüflinge es überhaupt gehört haben, weil die, man sitzt schon so 2 Meter ungefähr, würde ich sagen, von denen entfernt, und die waren selber auch sehr mit sich selbst beschäftigt und haben sich so in ihrer Gruppe unterhalten. Das fand ich auch total schön, wie die sich so gegenseitig unterstützt haben und so. Aber ja, also mir persönlich, wenn ich da Prüfling wäre und ich würde da sitzen und ich hätte halt einen Zuschauerraum, das würde mich schon stressen so, ne? Aber wenn es dann noch Leute sind, die da sitzen und über so rechtliche Sachen sprechen, ja, das fände ich nicht so schön. Also ich glaube, das würde mich auch ein bisschen so triggern. Deswegen ja, würde ich da gerne einfach das euch mitgeben, dass ihr da halt darauf aufpasst, dass ihr nicht dann über irgendwas Rechtliches sprecht oder so. Oder wenn ihr es macht, dann halt nur ganz leise. Finde ich einfach für die Leute, die da wirklich eine mündliche Prüfung haben, ja, ist das einfach, denke ich zumindest, angenehmer. Und so würde ich es mir halt wünschen, falls ich die Gelegenheit bekomme, eine mündliche Prüfung zu haben. Und was ich euch ganz ehrlich auch sagen muss, ich war nach der Prüfung ein bisschen traurig, sage ich mal. Also, ne, ich möchte nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich habe mich total für die Prüflinge gefreut, dass die durch sind, dass sie es geschafft haben, dass sie durchgehalten haben und es so gut gemeistert haben. Aber am Ende geht man selbst als Zuschauer dann halt so raus und weiß, dass man selber halt nichts geleistet hat. Und natürlich stehen dann auch vor dem JPA dann wieder Leute, die die Prüflinge abholen und dann feiern und so. Und dann geht man da so raus und denkt sich so, oh ja, es wäre schon cool, wenn man das jetzt auch hinter sich gebracht hätte oder zumindest wüsste, dass man es bald hinter sich bringt. Ja, das ging irgendwie so ein bisschen, auch ein bisschen Traurigkeit so ein bisschen. Und ich muss jetzt aber trotzdem auch ehrlich sagen, ich habe mich danach, also ich hatte ja danach in der Uni mein Kolloquium. Das war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Da werde ich auf jeden Fall weiterhin hingehen. Ob ich dann wirklich die Klausur drin schreibe, weiß ich noch nicht, schaue ich dann einfach mal. Aber das Kolloquium hatte ich zusammen mit einer Freundin, die auch mit mir im Februar Examen geschrieben hat. Und wir haben uns danach nochmal hingesetzt kurz und haben noch ein bisschen gequatscht, weil wir uns jetzt auch ein bisschen länger nicht gesehen hatten. Und auch als wir dann nochmal so drüber gesprochen haben und ich auch von den München erzählt habe und so, ich weiß nicht, irgendwie danach, ja, man, ich will nicht sagen, man fällt in so ein Loch, aber es ist einfach, also im Unterschied zum Freischuss ist es so krass, wie viel mehr ich an meine Klausuren denke, an das, was ich geschrieben habe und vor allen Dingen an dieses so, ich habe halt so das Gefühl, bei mir ist es so eine 50-50-Sache. Entweder ich habe Glück und komm durch und komm zur mündlichen Prüfung, oder ich habe halt kein Glück und es reicht einfach nicht. Und nach dem Freischuss war ich mir halt so sicher, dass ich durchgefallen bin, dass es für mich dann auch nicht so überraschend war. Und ich halt ja irgendwie so darauf vorbereitet war, dass es mich auch nicht so krass geschockt hat, sage ich mal. Und jetzt ist es halt wirklich so dieses krasse in der Luft leben, dieses krasse so, oh, ich will es endlich wissen und ich kann es kaum erwarten. Gleichzeitig so eine riesige Angst davor, diese Ergebnisse zu bekommen und halt wieder auf der Durchfallerliste zu stehen. Also ja, es macht wirklich was mit einem psychisch und das ist wirklich kacke. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen oder habe ich jetzt beschlossen, gerade als ich im Auto saß, hatte ich meine Playlist an und habe so auf Zufallswiedergabe gehabt und dann kam ein Lied aus High School Musical 3 und da habe ich mir jetzt gedacht, das gönne ich mir jetzt heute Abend. Ich bin den Abend über alleine, weil Timo beim Fußball ist und da dachte ich mir, dann kann ich mir jetzt auch einfach so einen richtigen Girly-Film gönnen, den Timo wahrscheinlich niemals mit mir schauen würde oder wofür ich ihn zwingen müsste, ihn mit mir zu schauen. Und deswegen machen die kleine Olli und ich einfach eine Girls' Night, mit der Hoffnung, dass ich dadurch sehr gut entspannen kann und abschalten kann und dann halt auch gut schlafen kann, weil das habe ich in den letzten Wochen gemerkt, dass wenn ich abends nochmal gelernt habe, ich dann auch immer nur von Jura geträumt habe und ich auch wirklich nicht gut geschlafen habe. Und das gilt es zu vermeiden, weil Schlaf ist wirklich wichtig und ich muss ja morgen auch wieder arbeiten, das heißt, ich muss morgen auch wieder früh aufstehen und da muss ich dann fit sein. Genau. Deswegen werde ich mir jetzt gleich gönnen. Ich werde mir meine Curryreste von gestern Abend warm machen und mich dann schön hier auf die Couch fläzen und High School Musical gucken. Ja, da habe ich Bock drauf. Da freue ich mich drauf. Und ich glaube, ich habe jetzt auch wieder genug gelabert
Und ich fühle mich gerade auch so ein bisschen, als wäre ich dezent nervig. Deswegen, ja, mache ich jetzt mein Essen in die Mikro, schmink mich ab, ziehe mir was Bequemes an. Und dann gucken das kleine, süße Baby hier. Hauptsache, meine Haare liegen auf ihr. Und ich heiße Musical. Also, was ist denn hier los? Sag mal, ich sehe aus wie ein Schmopp. Gell? Du bist so ein Süßi. Ja, du bist so ein Süßi. Ein Streckerchen. Ein Streckerchen. Ja, gell? Oh, du feine Maus. Ja. Das ist ein Foto hier. Ja, so fein bist du, gell? So fein bist du. Ich habe wieder drei Spielzeuge versammelt und ein Chaos gemacht. Fokus hat keine Lust mehr. Aber man kann es dir nicht verübeln, weil du einfach so süß bist, gell? Ja. Dann verabschiede dich, Olivia. Sag bis morgen. Okay. Hallo, Freunde. Es ist tatsächlich einige Zeit vergangen, seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Wir haben heute schon den 5. Mai, also der Sonntag, an dem das Video online kommt. Endlich. Ich habe es gerade eben soweit fertig geschnitten, bis jetzt auf diesen Part, weil ich erstmal schauen wollte, wie lang das Video jetzt geworden ist und ja, wie viel Zeit ich noch in Anführungszeichen habe, um jetzt irgendwie noch ein Outro zu machen. Und habe dann auch überlegt, was ich eigentlich sagen möchte. Ja, es war einfach jetzt privat super viel los. Wir hatten leider einen Todesfall in der Familie und ja, irgendwie war das dann alles nicht mehr so, wie man es geplant hat oder ja, wie man sich die Woche vorgestellt hat oder die Tage. Und ja, es waren jetzt alles einfach sehr anstrengende, sehr traurige Tage, sehr emotionale Tage, alles sehr hart gewesen und ja, einfach Sachen, die man halt jetzt durchstehen musste, aber natürlich auch Sachen, die ich nicht so öffentlich teilen möchte und weshalb ich halt auch nicht irgendwie in der Stimmung war, nochmal zu vloggen oder generell das Video zu schneiden oder so, weil ich halt selbst dann gucken musste, dass ich den Rest irgendwie auf die Kette kriege, dann mit Uni und Lernen und Arbeiten und allem. Deswegen, ja, waren das halt jetzt irgendwie ein paar echt harte Tage und dementsprechend bin ich auch nicht dazu gekommen, das Video zu schneiden oder irgendwie halt fertigzustellen. Ich wollte das eigentlich spätestens letzte Woche schon online gestellt haben, aber wie gesagt, das hat alles nicht so geklappt. Ich glaube, ich kann jetzt auch nicht mehr wirklich mehr sagen. Ich kann euch noch rückblickend vom Schwerpunkt erzählen, dass mir die Veranstaltungen bisher wirklich gut gefallen und dass ich es auch schön finde, wieder so in der Uni zu sein und mit meinen Freunden zusammen zu sein und halt einfach auch die Ablenkung zu haben. Aber allgemein muss ich halt wirklich einfach sagen, dass es aktuell nicht so eine schöne Zeit ist. Auch sowas gehört zum Leben dazu und das sind auch Dinge, die einfach in so einer ja, Examenszeit irgendwie passieren können. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ich finde, häufig sieht man das oder kriegt man das so durch Social Media vor allen Dingen, das Gefühl, dass man halt viele Menschen sieht, die so viel Zeit haben fürs Lernen und sich die Zeit auch nehmen und zum Beispiel viel in der Bib sind oder auch zu Hause lernen. Und man selber fragt sich halt dann so, warum deren Leben so perfekt aussieht. Aber man zeigt ja auch nicht immer die traurigen Sachen oder Sachen, die einen mitnehmen. Und das ist ja auch völlig okay, weil man auch nicht alles Private irgendwie teilen muss. Aber trotzdem entsteht dann ja häufig oder auch schnell einfach so ein verzerrtes Bild. Und man selber als derjenige, der diese Videos sich anschaut und halt ne das alles so irgendwie konsumiert, manchmal hinterfragt man das Ganze ja auch nicht und denkt halt einfach nur bei allen anderen sieht es irgendwie toll aus und sieht es gut aus und die kommen zurecht und so. Und man selber hat irgendwie eigene Struggles oder ja, Negativerlebnisse. Aber ja, ich wollte euch damit jetzt einfach nur nochmal das so mit auf den Weg geben, dass ihr das halt nicht vergesst, dass auch bei anderen Leuten im Leben Dinge passieren, auch wenn man sie vielleicht so von außen betrachtet nicht sieht. Jeder hat irgendwie Päckchen, mit denen er kämpfen muss. Und ja, ich weiß nicht, wann das nächste Video kommen wird, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe aktuell total Lust irgendwie zu vloggen, aber ich fühle mich irgendwie nicht so richtig bereit dazu. Ich weiß nicht, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Deswegen, ja, kann ich euch wie gesagt jetzt noch nicht genau sagen, wann demnächst ein Video online kommen wird. Ich weiß ja auch nicht, irgendwie jetzt diesen Monat werden ja sehr wahrscheinlich die Ergebnisse kommen. Ich habe absolut gar keine Ahnung, wann.
es soweit sein wird, wie ich reagieren werde, wie natürlich das Ergebnis ist und alles. Deswegen, ja, seht es mir nach, wenn vielleicht jetzt doch wieder 1, 2, 3 Wochen kein Video kommen wird. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich gucke mal, wie es die Zeit halt so wird und ja, wie dann halt auch das Ergebnis sein wird, ne? Deswegen wollte ich euch das vorab schon mal sagen. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen für eure Treue, für eure Unterstützung, dass ihr weiterhin Teil von dieser Community, von meinem Kanal seid. Das ist wirklich, das ehrt mich sehr und das berührt mich auch sehr. Das ist einfach super schön, sowas zu haben. Und da bin ich auch wirklich euch ganz, ganz dankbar. Auch wenn ich halt nicht so regelmäßig Content für euch produziere. ja, wollte ich einfach nochmal ein Dankeschön an euch aussprechen. Und damit ich dieses Video jetzt nicht in die unnötige Länge ziehe, würde ich sagen, verabschiede ich mich an dieser Stelle. Ich wünsche dir wie immer noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!